Herzlich willkommen zurück. Wir hören die Panflöte fröhlich trällern. Das bedeutet, wir sind wieder in Rötzlingen oder in Neurötzlingen oder in Oberrötzlingen oder in Unterrötzlingen. Denn wir haben ja das letzte Mal ein paar Gebiete dazu bekommen und auch angefangen hier Neurötzlingen mal. Das sieht noch ein bisschen mickrig aus im Vergleich. Ich weiß, aber Neurötzlingen wird auch erblühen. Wir bauen gerade an der Taverne und wir bauen uns hier gerade die Färbereiindustrie auf. Denn wir haben hier ein reichhaltig bestücktes Bärenvorkommen, nämlich 128 Bären, ein üppiges Vorkommen, was ja auch immer wieder kommt jedes Jahr, das ist ja das Geile daran. Und wir können in Neurötzlingen mit diesem Perk Forstwirtschaft auch die Kapazität der Bärenbüsche noch weiter erhöhen, nämlich sogar verdoppeln. Das heißt, wir haben sage und schreibe eine Kapazität von 256 Bären. Und der Plan ist, die rupfen wir jedes Jahr leer, packen sie hier in die Färberei rein und werden sie dann im Handelsposten für 4 Mark Goldstücke, Silber, was auch immer, wo bist du, Materials, da, Farbstoffe, 4 Öcken pro Farbstoff werden sie wir teuer verkaufen und auch wahlweise mit Rötzling handeln gegen andere Köstlichkeiten, die es nur in Rötzling gibt. Also das ist der Plan. Hier haben wir auch wo ist denn hier nochmal unsere, da, unsere Wild, ja, die ist auch voll, das sieht gut aus, das heißt, wir werden hier richtig Bären sammeln, der Winter kommt bald und wir brauchen mehr Nahrung, wir haben nämlich nur 5 Monate gebunkert. So, wir sind auf Pause, das ändern wir. Hier haben wir, genau, folgende Situation. Wir wollen jetzt hier das Gerstefeld ernten. Da sind wir nämlich bei 99%. Sobald das auf 100 springt, ist Erntezeit. Dafür haben wir hier schon die Erntekräfte einberufen. Die anderen sind noch nicht ganz so weit. Aber gleich ist das hier auf 100. Und das ist dann hier die Gerste. Und die kommt dann hier in die Melzerei. Dann wird der richtig gemalzt. Und dann wird das hier in unseren beiden Hofbräuereien, Brauereien hier, dort und dort, Seite an Seite, ne? Fragt man sich auch, was haben die für ein Verhältnis miteinander? Also, da wird ja beides mal Rötze gebraut, aber es ist halt gut möglich, dass es zwei unterschiedliche Rötzearten sind. Was weiß ich, das nennt, das ist dann halt Nordrötze und Südrötze oder so. Und obwohl es eigentlich fast das gleiche Bier ist, behaupten natürlich die Brauereien jedes Hofes, behaupten, wir haben eine ganz besondere Rezeptur, ganz besondere Fässer, wo das reift und was auch immer. Jedenfalls ist es besser als das meines Nachbarn. Das ist ein bisschen wie mit Adidas und Puma, die ja von zwei Brüdern gegründet wurden, weil sie sich nicht mochten. Und heute sind sowohl Adidas als auch Puma Weltmarken. Und die kommen beide aus Herzogenaurach und sind einfach Brüder. Und so wird das mit diesem Bier auch sein. So entsteht das also im Mittelalter. Ne? Da wird der Grundstein für diese großartigen globalen Rivalitäten gelegt. Dazu später mehr. Jetzt erstmal, wann ist hier die 100%? Ja, yeah, immer noch nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Das gibt's auch gar nicht. Düdeldüdüd. Ja, es muss jede Sekunde soweit sein. Es schüttet aber. Guck dich das mal an. Wie das regnet. Unfassbar. So wie das hier gießt, könnte ich Rötzlingen auch umbenennen in Strömen, weil es regnet in Strömen. Oder? Oh, oh, oh. Neurötzling. Ba-ba-da-ba. Ab nach Neurötzling. So, jetzt müssen wir uns entschieden haben. Jetzt kommt ihr. Ich habe euch in der letzten Folge gefragt und ihr habt jetzt wirklich einige Tage über diese Frage nachzudenken. In welche Richtung entwickeln wir Rötzling zuerst? Zwei Optionen. Option 1, bessere Geschäfte, bedeutet, wir können Sachen importieren. Oder Option 2, diese Forstwirtschaft und dann massiv in den Export von Beeren gehen. Ich glaube, wir haben genug Bären auch ohne diesen Perk und ich werde anfangen damit. Warum? Weil ich kann mit den besseren Geschäften Sachen importieren, die mir dabei helfen, meine Siedlungsstufe zu erhöhen. Und danach mache ich die Bären. Also wir machen das hier. Ich habe mich entschieden.
Weil, nochmal, der Gedanke dahinter ist, ich habe ein üppiges Bärenvorkommen. Das reicht erstmal aus, um wirklich anzufangen, Farbstoff herzustellen und die Nahrungskammer voll zu machen. Und dann, wenn ich jetzt zu guten Preisen importieren kann, und wir haben ja auch Geld, dann ist es mir eben möglich, die Dinge zu kaufen, die mir noch fehlen, um die nächste Siedlungsstufe zu erreichen. Und dann kann ich dann die Bären nehmen. Ihr seht, ich brauche 10 Hofstätten und 3 müssen noch auf Stufe 2 upgegradet werden. Also 4 Hofstätten muss ich noch bauen und 3 müssen noch auf Stufe 2 upgegradet werden. Und das kriegen wir auf jeden Fall hin. Die kommen jetzt hier hin, die nächsten Hofstätten, an den Marktplatz ran. Hier wird wieder ein sehr großes, das ist ja wieder ein Premium-Grundstück in jedem Fall. Wir werden auf Wohngebäude gehen und hier eine Hofstätte errichten. Wupp. Wie groß mache ich die? Ja. Passt. 1. Mal. Und dann brauchen wir noch 2 weitere, dass wir auf 10 kommen. Das bauen wir dann hier. So. Upp. Jetzt mache ich natürlich nur so große Betriebe. Das kostet selbstverständlich Materialien, aber auf lange Sicht ist es besser, wenn ich große Höfe habe. So, die müssen ja erstmal gebaut werden, die 3. Das wird eine Weile dauern. Wichtig ist, dass die Zufriedenheit hoch ist. Das sieht sehr gut aus. Wir brauchen jetzt hier auch noch keine Steuern erheben. Weil wir haben persönlich genug Kohle, wir haben 1000 Reichsgeld und müssen da jetzt keine Steuern machen, dann bleiben die hier glücklich und wachsen schneller. Wir sind bei 74% Zufriedenheit, das ist eine sehr gute Quote, also für meine Verhältnisse, eine sehr gute Quote. Muss ich hier eigentlich eine weitere Miliz? Ne, ich wollte gerade sagen, das ist eine zusammenhängende Miliz, oder? Nee. Es gibt hier sogar in jedem Dorf eine eigene Miliz. Aber die kann ich dann ja auch rekrutieren. Und das ist alles gar nicht schlecht. Die kann ich trotzdem hoffentlich zusammenführen. Militärisch können die ja zusammen kämpfen. Also die Färberei ist im Bau. Das gefällt mir alles sehr gut. Dann können wir mal wieder rüberschlüpfen nach Rötzlingen. Ab 75 Zufriedenheit ziehen pro Monat 2 Familien ein. Das ist geil. Ich muss hier auch... Ich bin hier schon bei 70. Oh ja. Das Einzige, was hier ein Problem darstellt, ist die Besteuerung. Aber ich muss ja irgendwo Kohle herkriegen. Oh, das ist gut. Wenn wir hier auch noch auf 75 kommen, dann ziehen hier endlich wieder neue Leute ein. Also, eigentlich müssten sie ab 50 schon einziehen, aber... Was fehlt mir denn? Welche Bedürfnisse sind denn nicht befriedigt? Das ist Quatsch. Nein, das kann nicht sein. Ich habe so viel Lebensmittel überall. Ja, guck mal. Das liegt daran, dass sie so weit weg wohnen vom Markt. Ja, okay, das ist das Problem. Das ist das eigentliche Problem. Ich glaube, die sind zu weit weg vom Marktplatz. Da kann ich ja nichts für. Ist ja nicht so, dass ich hier die Stadt gebaut hätte. Aber hier ist zum Beispiel noch ein Marktplatz ausgeschrieben, den die nicht nutzen. Es ist ja nicht meine Schuld. Ich könnte jetzt hier unten noch einen Marktplatz bauen. Ansonsten kein Platz. Ich weiß nicht. Das ist doch nicht weit weg. Pfiff. Das ist wirklich einfach die Entfernung zum Marktplatz.
Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich jetzt hier noch ein weiteres... Das sind 5 Gehminuten, so sieht's nämlich aus. Weißt du, ob es auch richtige Stadtmauern geben wird? Das weiß ich leider nicht, aber hätte ich auch richtig Bock drauf. Hm. Oh, neue Söldner, ja, das ist gut. Die Taverne in Neurötzling ist fertig. Hallo! Das bedeutet, wir können jetzt langsam anfangen, Bier zu importieren. Brauche ich da ein Pferd für? Brauche ich für den Handelsposten ein Pferd? Oh, warte mal. Brauche ich ein Pferd? Was macht das Pferd? Im Handelsposten. Ich wollte eigentlich einen Ochsen hier noch, einen zweiten Ochsen machen. Oh, in Neurötzling hat wieder eine neue Familie. Weil hier könnte ich noch einen Ochsen. Da müsste eigentlich jetzt voll sein. Jupp. Eine Handelsroute. Hilft mir das Pferd dabei, meine Sachen zu verkaufen? Okay, wir machen das mal. Aber habe ich das denn hier auch gemacht? Oder lag das vielleicht daran, dass ich nicht so reichhaltig exportiert habe, wie ich mir das vorgestellt habe? Ah, tatsächlich, ich habe hier gar kein Pferd drin. Vielleicht lag das daran, dass ich meine Sachen nur hier anbieten konnte und gar keinen fahrenden Händler hatte oder so. Okay, wie sieht es jetzt aus hier mit Ernte? Nein, immer noch bei 99%, das kann doch nicht sein. Das ist doch ein Bug. Wieso wächst das nicht mehr? Das kann nicht sein. Das... Neurötzling, wieder eine neue Familie. Oh, hier sind wir runter auf 56, weshalb? Die haben keinen Bock, Steuern zu zahlen, aber ich kann euch doch nicht hier steuerfrei... Das ist einfach nur gemein. Die erwarten noch nicht ernsthaft, dass sie hier steuerfrei... Vielleicht sollte ich das ein bisschen runter machen. Ich gehe mal auf 0. Und zwar für den Wachstum. Oh. Oh, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ich nehme die Steuern raus für den Moment, weil ich okay Geld habe. In der Hoffnung, dass ich jetzt die Zufriedenheit meiner Leute so sehr steigere, dass ich dann Bevölkerungszuwachs bekomme und dann wieder meine Industrie dadurch profitiert. Das ist jetzt mal der kurzfristige Plan. Oh, hier ist ein neuer Bekleidungsstand gebaut worden. Mm-mm. 10% ist schon das Niedrigste. Also die zahlen jetzt hier gar nichts mehr. Bin sehr gespannt, wie sich das jetzt hier auf den nächsten Monat auswirken wird. Die müssten eigentlich richtig glücklich werden. Das ist ja alles da. Guckt euch das an, wir haben alles. Also niemand kann meckern. Wir haben alles. Alles im Angebot. Mir gefällt ein City-Layout. Ach, Eisengesang, das ist aber nett. Ich nenne es das Baseballfeld. Ernten. Was ist los? Das muss ein Bug sein. Das kann nicht sein, dass es die ganze Zeit bei 99% ist. Vielleicht sollte ich jetzt schon mal ernten. Scheiß auf den 1%. Scheiß auf den 1%. Das wäre gut, wenn wir jetzt schon ernten können. So. Wir haben hier wieder neue Familien, das ist großartig und unsere Färberei, ist noch nicht fertig, aber gleich.
Gleich ist die Färberei fertig. Wir haben Bauholz, ist okay. Bretter haben wir recht viele. 140 Beeren, das ist ja fantastisch. 37 Eier, ist auch okay. Und sogar ein bisschen Fleisch. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, Sachen einzukaufen. Können wir mal schauen, was sagen die Leute so, was fehlt. Natürlich Bier fehlt, das ist ganz klar. Und die Kirche müssen wir auf Sicht upgraden. Aber wir brauchen noch nicht Stufe 3 Gebäude. Brauchen wir noch nicht. Wir brauchen erstmal die Sachen noch und dann kriegen wir eine neue Entwicklungsstufe. Und dann nehmen wir die Bären und dann machen wir so eine geile, so ein Export, so ein Bären-Exportgeschäft. Das wird, oder beziehungsweise ein Färberei-Exportgeschäft. Das wird super werden. Nur 65. Neurötzling ist fertig. Ah, die Hofstätte ist fertig in Neurötzling. Das ist super. Die lassen wir jetzt auch erstmal so. Wir könnten... Ne, ich lasse das erstmal so. Ich will erstmal die nächste Siedlungsstufe haben. Und wir fangen jetzt an... Warte, was haben die noch für Bedürfnisse so? Wir müssen ja mal auf Stufe... Stufe 2. Genau, den müssen wir auf Stufe 2... Oh, geil. Sehr gut. Wir brauchen noch 2 auf Stufe 2. Fantastisch. Der will nicht. Warum? Kein Geld? Nee. Holz fehlt. Ach, du grüne Neune. Holz fehlt angeblich. Dann werden wir mal schnell hier einen zweiten reinsetzen. Oh, der Kohlemeiler ist voll. Ja. Haben wir denn eigentlich jemanden, der im Lager vernünftig arbeitet? Ja, 2 Leute arbeiten sogar im Lager. Und da ist eigentlich noch genug Platz. Wo ist denn die Kohle? Wieso wird die nicht hier gelagert? Warum wird die da nicht gelagert? Brauchen wir einen Ochsen? Hm. Das ist komisch. Ja, das wird schon werden. Oh, wir sind auf 61%. Es wird alles nur noch besser werden. Ich freue mich. Bald kommen neue Familien. Das ist, wir sind quasi wie so ein Steuerparadies. Wir sind die Schweiz oder sowas. Jetzt haben die alle mitbekommen. Oh, geil. Hier zahlt man nichts. Hm, was brauchen wir denn noch? Das haben wir ja eigentlich. Das sieht alles gut aus. Wir produzieren nicht genug Eier. Fleisch, Honig, sieht doch alles gut aus. Haben wir hier mal ein paar Waffen vertickt? Ich glaube tatsächlich ja. Aber ich bin mir nicht sicher. Also Bögen. Ah. Wie sieht das aus mit... Oh. Achso, den Handel habe ich ausgestellt. Das ist gut. Ich habe 94 Dachziegel. Will keiner kaufen. Naja. Handelsposten hat ein Pferd. Also habe ich hier bestellt. Ich weiß nicht, ob es schon da ist. Nö, aber wird demnächst geliefert werden. Das hatte ich mich noch nicht gemacht. Ja, falls ihr meinen Spielstand nicht so kennt, kurz nochmal ein Hinweis. Ich hatte, also das ist ja mein erster Spielstand gewesen. Und ich habe nicht gecheckt, dass ich hier, ich habe hier diese, so eine Abbaugrube. Und da hätte ich diesen Perk machen können. Wo ist er? Da unten, ne? Den. Schachtminen. Und da fiel mir dann irgendwann auf und dann wollte ich da runter. Dann habe ich Köhlerei gemacht und wollte als nächstes zu den Schachtminen. Aber dann hatte ich mein Maximum an Perks erreicht. Jetzt habe ich sowas Unattraktives wie dieses Fallenstellen. Gut, Dünger ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber ja, also das wäre cooler gewesen, weil dann hätte ich unendlich Lehm gehabt. Und hätte dann
dementsprechend Dachziegel unendlich herstellen können. Und Dachziegel haben halt einen sehr guten Verkaufspreis. Das habt ihr vielleicht gerade gesehen oder auch nicht. Für Dachziegel bekomme ich 8 Silberstücke für eine Einheit Dachziegel. Das ist lächerlich viel Geld. Das ist lächerlich viel Geld. Und ich habe jetzt 95 und das, da hätte ich, ich gehe jetzt gar nicht mehr in die Vollen, aber weil ich leider kein unerschöpfliches Vorkommen habe. Ey, das ist ein Bug. Wieso ist es bei 99? Bin beleidigt. Das geht nicht. Wir haben hier nicht genug Bretter. Das ist ein Problem. Aber wir haben okay Holz, aber meine Bretterwirtschaft hier. Guck mal, da müssen wir was machen. Die Segelgrube. Die Segelgrube ist ein Problem. Wisst ihr was? Ich habe auch die ganze Zeit noch diese Bauern da drin. Ich warte jetzt noch ein bisschen, auch wenn das vielleicht blöd ist. Und stattdessen packe ich die hier rein. Also, wir packen. Holzfiller sind voll. Wir brauchen. Die Sägegrube mache ich voll. Und der zweite Holzfäller kommt auch noch einer rein. Und Forsthaus machen wir noch einen zweiten. Und werden dann einfach den Arbeitsbereich mal hier hin verlegen. Ist da denn? Das sind doch keine Bäume hier, oder? Obwohl, warte mal. Also ein paar Bäume, aber nicht genug. Vielleicht. Posthaus. Ja, komm, gehen wir mal so. Nils will im Frühsommer. Ja, das Ding ist, guck mal, Leute. Ihr kennt euch vielleicht mit Ackerbau aus, ich nicht. Aber das Einzige, was zählt, ist Crop Growth. Und wenn diese Pflanze bei 100% ist, dann ergibt es doch keinen Sinn, noch zu warten, nur weil die Regel ist, dass man im Spätherbst erntet. Die ist ja fertig, die Pflanze. Das ist ja offensichtlich einfach so. Oder? Ich habe nämlich, ja, ich habe nicht mich an die Reihenfolge gehalten. Also ich habe jetzt ein bisschen früher im Hochsommer trocknet dir aber der Boden aus. Ich sehe schon, ihr nehmt das sehr genau, ne? Ich glaube, das ist ein Bug. Dass dieser letzte Prozent nicht kommt. Ich wüsste nicht, warum. Ich glaube, ich werde gleich die Ernte erzwingen. Das ist wie im wirklichen Leben. Die Körner müssen austrocknen und reifen. Das geht nur bei Wärme. Ja. Hier nehmen wir mal einen raus. Denn wir haben hier 60 Mehl und kein Getreide. Das ist Quatsch. Das ist gut, die können richtig gut backen. Vielleicht muss ich hier noch ein... Obwohl, warte mal, wo ist das Lebensmittellager? Das ist hier hinten irgendwo. Nee. Speicher, da. Das ist recht nah dran. 47 Brot, das ist ja fantastisch. Wir nehmen den und packen noch... Packstation ist einer drin. Da ist auch einer drin. Also Essen ist eigentlich, sieht ja eigentlich nicht schlecht aus. Für 6 Monate haben wir Essen. So, Zufriedenheit geht hoch, das ist prima. Die Steuern werden im nächsten Monat raus sein und dann müssen wir uns richtig, das wird dann richtig gut werden. Ich mache mal kurzzeitig jemand Drittes da rein, in der Hoffnung, dass das hier auch abtransportiert wird. So, wir schauen mal hier wieder vorbei. Sehr gut, die Hofstätte hier ist... Oh, warte mal, das ist ja noch die alte Riesenhofstätte, die wir auf Stufe 2 ausbauen. Wir kommen voran.
Die sind auch noch nicht fertig. Färberei ist auch noch nicht fertig. Aber bald. Oh, wir sind hier richtig gut aufgestellt. 20 Monate Nahrung, 34 Monate Brennstoff. Wobei die Nahrung auch zurückgehen wird, wenn ich erstmal Färbemittel herstelle. Ich glaube, ich kaufe hier jetzt irgendwas. Ich importiere was. Und zwar Nahrungsmittel importieren wir. Was ist das billigste Fleisch? Eier sind auch billig. Darf ich hier handeln? Oh ja, weil ich das schon freigeschaltet hatte. Ich importiere Fleisch. Und zwar will ich immer... Ich kaufe an bis zu 20 Fleisch. Dann habe ich schon mal verschiedene Sorten hier. Und... Eier sieht gut aus. Ja, das machen wir mal so. Was brauchen wir noch gerade? Bauholz. Wir brauchen einfach Zuwachs hier. Mehr Leute müssen kommen. Ich habe heute den Zitronenkuchen gebacken. Sehr lecker, sagt Mary. Hey! Ja, das ist doch super. Ich hoffe, du hast ihn besser gemacht als ich. Wir warten jetzt einfach. Ich warte jetzt, bis die 100% kommt. Wir machen das im Spätherbst. Wir haben nicht so große Probleme. Wir haben für 6 Monate Nahrung. Das ist okay. Wir können Nahrung kaufen. Gar kein Problem. Wir müssen uns keine Gedanken machen. Die Zeiten sind vorbei. Wir haben für den Moment genug Geld. Alles gut. Brote haben wir, das ist gut. Sehr, sehr gut. So. Noch ist die Handelsbilanz offensichtlich positiv. Das freut mich. Und Holz brauchen wir hier. Und Bretter, meine ich. Genau. Die Sägegruben sind voll. Haben wir auch... Ja, da sind auch die Ochsen drin. Ja, das ist gut. Also das wird jetzt auch wieder ein bisschen schneller gehen. Das Forsthaus arbeitet hoffentlich auch wieder. Das wäre wichtig. Denn da ist schon einiges weggeholzt. Ja, eigentlich ist alles gut. Lass mich mal gucken, ob es hier irgendwelche neuen Räuberlager gibt. Nö, gibt es nicht. Dann können wir die Zeit mal ein bisschen beschleunigen. Dass hier mal ein bisschen was passiert. Färberei ist auch noch nicht fertig. Jetzt gleich. Oh ja. Sehr gut. Die Färberei ist fertig. Bedeutet, wir können da gleich jemanden reinsetzen. Aber ich würde erstmal gerne noch eine neue Familie begrüßen. Die sind alle fertig. Jawohl. Wir müssen noch ein Gebäude aufwerten. Und... Yes, das ist das hier. Und einen weiteren Hof noch bauen. Und zwar setzen wir den hier hin. Hier so. Brauche ich noch mehr Marktplatz auf Sicht? 27 Kapazität. Ne, das müsste reichen. Und noch 6 freie Plätze. Ja, aber das müsste, glaube ich, reichen. Dann könnte ich hier zubauen, so wie hier auch. Hier zumachen. Taverne und Dings sind hier. Und dann bauen wir hier diesen Ring so. Hier, diese da sind noch dann die Wohnstätten am Marktplatz dran. Wir bauen jetzt erstmal ein Haus. Ja, sonst bauen wir noch irgendwo anders einen Markt. Ich glaube, das reicht. Wir machen jetzt Folgendes. Wir... Ne, wir machen erstmal hier, pass auf, wir fangen mit der Straße an. Wir ziehen die Straße hier ein bisschen weiter.
Und so. Okay, dann können wir hier das Haus bauen. So. Bam. Und dann hätten wir hier, wenn das fertig ist, glaube ich, genug. Mal schauen, ob das reicht. Vielleicht müssen wir noch eins machen. Aber so langsam passt es. 73. Oh, was ist hier los? Weberei. Oh, das Lager ist voll. Wir müssen mehr transportieren. Oder noch ein Lager bauen, was näher dran ist. Aber ich finde, soweit ist das nicht weg. 30 Garn. 9 Schuhe. Stimmt, die werden ja hier in unseren Schneiderei. Genau, was bauen wir denn in der Schneiderei? Oh, wenn wir die Färbe, wenn wir die Farbstoffe kriegen, können wir hier auch Mäntel herstellen. Ja, das ist doch gut. Was machen wir dann? Tischlerei macht Brennstoff benötigt. Wieso? Oh, das ist ja blöd. Schilde brauchen wir gerade nicht mehr. Der Pfeilmacher, ja, das ist leider komplett nach hinten losgegangen. Ich habe gedacht, ich verkaufe ohne Ende Bögen. Habe hier, ich glaube, 4 Pfeilmacher oder so gebaut. Und hier wohnt eh niemand. Und das ist überhaupt nicht gewollt. Also dafür kriege ich leider keine Abnehmer so wirklich. Das ist ein bisschen schade. Hier warten wir jetzt einfach auf die Ernte. Oh, 100! 100! Okay. So, jetzt sind wir bei 100. Komm, jetzt muss ich ernten. Kommt, Leute. Bei 100 muss ich ernten. Das, also 62 Tage. Ertrag 57. Sieht man dann noch eine... Mehr Informationen gibt es nicht, ne? Ich weiß nicht. Ertrag 57. 62 Tage, ist das gewachsen oder was bedeutet das? Ertrag 66, Ertrag 62. Also nee, das werde ich jetzt erzwingen, die Ernte. Wir haben dann nachher auch... Müssen wir nicht alle auf einmal machen? So, das wird erzwungen. Dann muss ich jetzt die Arbeiter wieder da rausziehen. Wir haben jetzt 14 Bretter. Ich lasse die mal noch ein bisschen... Warte mal, wo ziehen wir sie denn mal raus? Wo ziehe ich euch mal raus? Sägegrube, warte mal, wie viel? Wir haben Brennstoff für 14 Monate, das ist nicht so viel. Die Holzkohle zählt eigentlich doppelt so viel. Brennholzhütte. Jetzt haben wir 2, oder nicht? Hab ich nur eine Brennholzhütte? Das ist ja ulkig. Ich zieh mal hier einen Holzfäller raus. Denn eigentlich davon haben wir genug. Hier zieh ich einen Holzfäller raus. Und dann ziehe ich mal einen aus dem Forsthaus raus. Jetzt habe ich 4 Kräfte, die werde ich hier... Einer bleibt immer offen für was auch immer anfällt. Jetzt habe ich 4 Leute, die ernten können. Das ist okay. Da kommen sie. 4 Familien ernten, also nicht 4 Leute, 4 Familien ernten jetzt. So, aber nur das fällt hier, ne? Nur das, was bei 100 ist. Das ist noch bei 99. So, das wird jetzt geil werden. Hammer gut. Da kommen sie. Oder auch nicht. Da, yay, schaut mal.
So, und dann haben wir richtig viel Gerste. Und dann hat der Melzer aber eine Menge zu tun. Und dann brauchen wir uns um Bier keine Sorgen mehr machen. Das wird gut werden. Das wird super werden. Okay. Und dann kommen endlich neue Leute und bevölkern diese leerstehenden Häuser. Da kümmert sich auch keiner drum. Es verfällt ja auch alles. Fürchterlich ist das. So, wir ernten das. In der Zeit gehen wir mal nach Neurötzlingen. Und sehen, dass wir noch eine Hofstätte brauchen. Dann kriegen wir den weiteren Punkt. Ist das diese hier? Sehr gut. Wenn die fertig ist, dann gibt es einen neuen Entwicklungspunkt. Sehr gut. Neurötzlingen begrüßt neue Leute. Fantastisch. So, bam, zack, sehr, sehr geil, neuer Entwicklungspunkt und jetzt kaufen wir uns das hier, Bärenbüsche, bam, und haben jetzt hier 256 Beeren, so geil. Ich glaube, ich muss aber eine Person in das Lager reinsitzen, ist mein Gefühl, in den Speicher. Aber 131, ne, das geht auch so. Ah, einer soll da mal drin arbeiten. Und können wir uns vielleicht schon einen neuen... Oh ja. Wir können uns noch hier in dem Stall einen weiteren Ochsen kaufen, das ist super. Oh, Leute, das ist großartig. Und jetzt werden wir hier die größte Färberei der Weltgeschichte errichten. Und das werden wir dann richtig geil zu Geld machen. Niemand kann uns mehr irgendwas. Welche Vorräte werden denn vernichtet? Was ist hier los? Wir haben doch da... Hä? Ist doch alles gut. Oh nein, das muss ausgebaut werden. Oh, krass, das ist jetzt schon voll. Eieieiei, okay, das müssen wir natürlich ausbauen. Das hat eine gewisse Priorität. Das mache ich mal hoch. Das ist natürlich blöd. Wie viel Holz haben wir denn da? Ein Bauholz, 81 Bretter. Okay, dann können wir vielleicht kurzfristig die Sägegrube mal... Ja, kurzfristig die Sägegrube mal leer machen. Und dann sollen die lieber am Bau des Lagerhauses mitwirken. Heiler daraus. So, wir machen jetzt nämlich folgende Situation. Wir senden, wo bist du, Farbstoffe und wir erhalten Klamotten vielleicht. Oh, wir haben da Leder. Was brauchen wir denn zum Upgraden? Klamotten? Was haben wir denn reichhaltigst? Dachziegel. Hallo Neidschicht. Schön, dass du auch da bist. Garn. Ja, Bier ist eigentlich das Wichtigste. Bier. Farbstoffe gegen Bier. Wie? Was? Achso, Tauschwert ist 0,5. Ja. Dann muss hier auch einer rein, logischerweise. Aber erstmal wollen wir bauen. Das machen wir. Da setzen wir erst einen rein, wenn die fertig gebaut haben. Und dann gehen wir hier hin. Da werden wir in Kürze auch hoffentlich sehr viel Bier haben, weil wir jetzt die Gerstefelder haben. Wir haben ja noch extra weitere Gerstefelder gebaut. Also da bin ich schon zuversichtlich. Sehr geil. Warte. Jetzt. Nee. Fruchtwechsel. Warte. Was machen. Was? Scheiße. Nee, hier wird nicht Gerste gemacht. Das Feld müssen wir abbrennen. Das geht nicht. Weizen. Entschuldigung. Da hätte ich besser aufpassen müssen. 100% frühzeitige Ernte erzwingen. Hammer. Und 100% frühzeitige Ernte erzwingen. Sehr, sehr geil.
Gerste. Wir machen Fruchtwechsel. Jetzt ist Gerste. Im nächsten Jahr kommt Weizen. Und hier kommt im nächsten Jahr nix. Brache. Dann würde ich mal, da machen wir die Brache. Und dann kommen die Schafe dahin. Sobald das Brache ist, werden wir dann hier Weizen machen. Ja, geil. Sehr schön. Tislarino, vielen lieben Dank. Toll, toll, toll. So. Die Melzerei, geil, die hat richtig zu tun. Da packen wir gleich einen zweiten Melzer rein. Ich vermelde Zufriedenheit auf 71%. Besteuerung greift nicht mehr negativ ein in das Wohlbefinden unserer Einwohner. Das ist toll. Und dann können wir hier hoffentlich bald auch einen gescheiten Zuwachs erwarten. Nahrung geht auch hoch. 143 Brot ist ja einfach nur fantastisch. Äpfel haben wir auch importiert. Kohle sieht gut aus. Alles ist in Ordnung gerade. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Ich scheue noch davor zurück, jetzt direkt Ober- oder Unterrötzling aufzubauen, weil ich glaube, dass wir hier noch genug zu tun haben für den Moment. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Ich wollte in die... Wo bist du denn? In den Händler rein. Warte, wo habe ich das gebaut? Hier irgendwo. Da, die Packstation. Wir senden Bier und wir bekommen Farbstoff. Genau. Und Neurötzling, genau. Water Send, Water Receive. Ist auch einer drinne. Was? Habe ich? Ich habe doch Pferde da drin. Hasel! Was geht ab, Hasel? Hallo, Hasels. Vielen Dank für den Raid, Leute. Herzlich willkommen in Rötzlingen. Ich gebe euch eine kleine Tour. Das habt ihr euch verdient. Das ist Rötzling. Die schmuckvollste Siedlung des Planeten. Nachbarstadt von Neurötzling. Nachbarstadt von Unterrötzling. Nachbarstadt von Oberrötzling. Wobei hier angemerkt sein muss, dass Oberrötzling und Unterrötzling noch nicht erschlossen sind, nur bereits für mich geclaimed. Hier in unserer kleinen Stadt, Nachwuchsstadt Neurötzling, sind wir gerade bei einer frischen Siedlung, die wächst und gedeiht und sich freut über Fortschritte kleinster Natur, wohingegen wir in unserer Hauptstadt Rötzling bereits das blühende Leben einer Metropole beobachten können. Große, ausgebaute Stufe 3 Häuser stehen nebeneinander, trotzen den Jahrhunderten und den Gezeiten, bieten Generationen von Rötzlingern ein sicheres und komfortables Zuhause. Tagsüber trifft man sich auf dem reichhaltig bestückten Marktplatz, schwatzt, tauscht Waren aus, trägt Gerüchte weiter und lebt das beste Leben. Hier ist unser Herrenhaus, da haben wir uns zugegebenermaßen relativ großes Stück Land im besten zentrumsnahen Rötzlingen gesichert, direkt neben der Kirche. Und wir haben uns für die traditionelle Footballfeldbauweise entschieden. Jeder Architekt wird bestätigen können, das ist das Beste, was man machen kann. Ja, es geht allen gut. Wir warten auf 75% Zufriedenheit. Mir wurde gesagt, ab 75% erhöht sich das Stadtwachstum auf 2 Familien pro Monat. Das können wir sehr gut gebrauchen, denn wir haben sehr viel Leerstand, was nicht nachvollziehbar ist. Ich habe dafür extra den Steuersatz auf 0% reduziert. Was ist das denn hier? Oh, Alarm. Die Hütten sind leer gefegt. Warum? Die Bärenbüsche sind alle. Habe ich keinen Jäger drin? Doch, ich muss doch einen Jäger drin haben. Wieso habe ich so viele Tiere? Der Jäger macht einfach nichts. Das ist ein fauler Hund.
Wir müssen hier schon noch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu übermütig werden. Wir haben zwar Beeren und Brot, aber der Winter naht und wir haben 8 Monate. Naja, gut. Ich will es jetzt auch nicht dramatischer machen, als es ist. Wir haben ja das Geld, um mit Nahrungsmitteln zu handeln. Wir wollten gucken, was hier abgeht. Was ist hier die Phase? Und hier wird hier noch geerntet oder was machen die hier gerade? Harvesten, sehr gut. Leute, da wird hier richtig reichhaltig eingefahren. Ich freue mich. Und hier wird auch, das ist einfach nur großartig. Das wird toll. Wir haben 6. Wir können hier noch, ballern wir mal rein. Die sollen ein bisschen helfen bei der Ernte. Die Frage ist, ob es jetzt Sinn ergibt, die Felder direkt wieder zu pflügen und zu sehen. Ich weiß nicht, ob die Saat den Winter übersteht oder ob die dann erfriert. Normalerweise würde ich doch sagen, die Saat müsste erfrieren. Ich weiß es aber nicht. Die Ecke ist auch da. Die Strategie-Ecke ist auch da. Prächtig, prächtig. Sehr wenig Weizen, aber viel Gerste. Ich muss hier in der Melzerei, da muss jetzt was passieren. Ich brauche einen zweiten Melzer. Aus dem Grunde, dass wir sonst die Malzflut gar nicht mehr richtig melzen können. Alles ist gut. Alles ist gerade gut. Hier wächst das Getreide, das Korn. Hier wird bereits geplowt, also gepflügt. Das wird hier gleich eine Brache werden. Oh, es ist durch. Ich glaube, der Ernteprozess ist durch. Sodass wir, glaube ich, jetzt hier schon auf Brache gehen können. Und nach Brache gucken wir mal, was wir machen. Vielleicht wollen wir mal wieder Flachs machen oder so. Gar nicht gemacht. Brache. Da muss ich mich dann manuell drum kümmern. Das stimmt natürlich so noch nicht. Hier wird noch geerntet. Und es ist gleichzeitig geplowt, oder was? Was? Das kann doch nicht sein. Erstmal erntet ihr bitte die Gerste ab. Und hier... Achso, warte mal. Ah ja, die Schafe gehen rüber. Fantastisch. Das heißt, wir können jetzt hier... Eigentlich, also wir können denen jetzt sagen, die sollen hier gefälligst anbauen. Weizen. Wenn ich das jetzt denen selber überlasse und einfach nur auf Fruchtwechsel gehe, vielleicht fangen die dann erst an im Frühling, weiß ich nicht. Oder wann machen die das? Wann wird gesät? Nee, doch, im Herbst. Ernten, pflügen und Aussaat. Nö, alles ist richtig. Das ist schon okay. Das wird schon irgendwie passen. Kann natürlich sein, wenn man zu früh aussät, weiß ich nicht, ob die dann, wenn die dann schon zu sehr gewachsen sind, dass man dann... dass sie dann Schaden nehmen, das weiß ich nicht. So, hier machen wir Weizen. Weizen, Weizen, Weizen. Und danach... kommt hier die Brache hin. So. Okay, hier haben wir jetzt Brachland, da sind die Schafe drauf. Und danach, ich weiß nicht, Flachs vielleicht mal oder so. Gar nicht mehr im Angebot. Hier wird jetzt geplowt. Das Ding ist voll. Da ist nur eine Familie drin, die kann aber auch unten mithelfen. Habe ich dann den Ochsen hier drin? Ja, der Ochs ist da drin. Das ist schon okay. Felder werden im Oktober quasi resettet. Ach so. Oh, das ist wichtig zu wissen. Das heißt, wenn ich da jetzt was sehe, dann wird das rausgerupft. Also ergibt es gar keinen Sinn, jetzt schon zu pflügen und auszusehen. Ist das vergebene Lebensmühe? Dann springt es immer ein Jahr weiter. Ja, aber die Frage ist, wenn da schon was eingenestet ist, also ich habe da schon so Samen in die Erde getunkt. Werden die dann vom Spiel einfach
weggefegt. Und oder das probieren wir jetzt aus. Also im Oktober ist Reset, wenn ich Fruchtwechsel aktiviere wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung. Aber wenn ich das jetzt mal ausmache, wir werden es beobachten, was im Oktober passiert. Das kann man ja hier gut ablesen. Jetzt gerade sind die hier beim Pflügen und danach wird auch weggemacht. Zur Not schauen wir mal, was passiert. Bin mir fast sicher. Ach du grüne Neune. Möglicherweise machen wir uns jetzt hier völlig unnötig Arbeit. Das wäre natürlich ein Skandal. Das würde gleichsam bedeuten, dass wir hier schnell noch ernten müssten. Obwohl es gar nicht zu ernten gibt. Sieht auch geil aus, oder? Man kann das richtig schmecken und riechen, diese Erde, diese aufgewühlte Erde. Das sieht so nice aus. Aber wenn, ja, okay. Dann muss ich mich vielleicht mehr an das Tempo des Spiels anpassen. Und nicht immer so extra Würste. Ich guck, was passiert. Ich guck, was passiert. So, Zufriedenheit 70%. Kann gern noch höher gehen. Beeren können hier richtig rausgepflückt werden. Das ist fantastisch. Färberei. Was? Warum wird hier noch nicht gearbeitet? Oder was? Ist das alles im Lager? Ich bin empört. Ich glaube, ich muss jemanden in das Lager packen. Da habe ich einen drin. Was ist mit dem Lager? Speicher. Da ist einer drin. Das ist komisch. Warum passiert denn nichts? Ach, jetzt macht die hier... Ach, deswegen. Die macht das riesige... Die muss... Okay. Die Färberin muss gleichzeitig diesen riesen Hof bestellen. Ja, verstehe. Das ist natürlich schwierig. Da muss vielleicht dann nochmal eine zweite Familie mit rein. Aber solange wir keine Farbstoffe zum Handeln haben... Oh, da passiert jetzt was. Zumindest mal eine Beere eingelagert. Also in der echten Welt ist der Winterweizen der ertragreichere und der bleibt über Winter ausgesät in der Erde, sagt Zorxeloko. Oh ja. Wir bleiben dran. Ich werde das für euch rausfinden. Hier wird jedenfalls jetzt richtig hart gearbeitet. Es wird alles ausgesät. Und wir werden dann einfach schauen, was passiert. Wir bleiben dran. 79! Yes! Okay. Weil wir die Steuern abgeschafft haben, wir leben in einem steuerlosen Land, sind wir jetzt erstmalig über die 75%-Marke. Und wenn es stimmt, dass man ab 75% zwei neue Familien pro Monat begrüßen darf, erwarte ich mir jetzt in Rötzling wirklich einen massiven Bevölkerungszuwachs. Wir sind bei 186, mal gucken, was passiert. 186 Gesamtbevölkerung. Und wir haben hier einen massiven Leerstand. Aber ich muss mal gucken, warte mal, 83 Wohnraum zusätzlich, ja. Weil diese ganzen, guck mal, die sind einfach, stehen alle noch leer. Der völlige Wahnsinn. Da 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 di, da da di, da da. Ja, das läuft doch alles. Da kann man einfach sich mal zurücklehnen und zuschauen. Wir haben 63 Holzkohle. Und 434 Brennholz. Ja, aber wieso habe ich denn so viel Brennholz? Das muss doch alles verarbeitet werden. Wieso habe ich so viel Brennholz? Unnötig. Wir müssen alles in Holzkohle machen. Ich glaube, dann können wir lieber einen hier rausnehmen. Und noch einen hier reinpacken. Weil,
kurz, falls ihr nicht wisst, was das ist. Es gibt einen Perk, den habe ich mir gekauft. Leider gibt es nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Perks, die man pro Siedlung nutzen kann. Und damit habe ich die Köhlerei freigeschaltet. Kohlemeiler wandeln eine Einheit Brennholz in zwei Einheiten Holzkohle um, wodurch das Auffüllen der Brennstoffvorräte doppelt so effizient ist. Also bräuchte ich eigentlich überhaupt gar kein Brennholz in irgendeiner Form. Ich hoffe mal, dass jeder Betrieb, der Brennholz benötigt, auch Holzkohle nimmt, sodass ich jetzt mal anfangen könnte, meine 434 Brennholzklumpen brav in Holzkohle zu verwandeln. Es gibt so ein paar, warte mal, so die Schmiede zum Beispiel, meine ich, die bräuchte doch vermutlich... Nee, braucht die gar nicht. Doch, Brennstoff, genau. Ja. Die Tischlerei macht... Holzteile. Wir haben 340 Holzteile, alter Schwede. Die können wir auch mal sowas von handeln. Was mache ich denn? Die brauche ich für irgendeine Bauart, aber vielleicht... Das Gefühl, es gibt noch gar nichts. Wäre das bei Materials? Ja, Holzteile. Oh, gibt 5 Öcken. Das handeln wir jetzt auch mal. Holzteile. Pfah, das exportieren wir jetzt. Und pff, ja, 90 Überschuss soll mir recht sein. Wir haben 341. Komm, da wird jetzt richtig der Rubel rollen. Da wird richtig der Rubel rollen. Wie sieht das aus mit Bier? Das Bier ist bei Commodities, ne? Ja. Oh, wir haben nicht so viel Bier. Das ist blöd. Bier ist auch immens teuer. Ja. Okay, wir haben jetzt richtig viel Malz. Und die Brauereien arbeiten hoffentlich auf Hochtouren. Hoffe ich doch. Vielleicht sollte ich noch eine weitere Brauerei. Oh, wieso denn auf 68%? Warum? Warum? Was ist denn das für ein Quatsch? Wieso ist denn meine... Nö, das ist doch blöd. Das finde ich nicht in Ordnung. Wieso ist die Zufriedenheit meiner Bürger so rasant gefallen? So, das Lagerhaus ist fertig. Das ist sehr... Oh, wir haben die ersten Farbstoffe. Das heißt, wir können... Also Nils, du brauchst Kohle. Was brauche ich? Kohle? Was? Käfer? Kohlekäfer? So, Färberei läuft an. Starke Leistung. Das ist großartig. Dann können wir jetzt auch in unsere Packstation einen reinsetzen. Und der handelt jetzt, wobei das Problem ist, wir haben ja gar kein Bier. Dann müssen wir mit irgendwas anderem handeln. Aber was denn? Brot vielleicht. So als weitere... Ja, Brot ist besser. Wir haben zu wenig Bier. Ich kann ja gar nicht mit Bier handeln. Oder Klamotten. Das ja, das ist Quatsch. Ich kann doch kein Bier exportieren, wenn ich kein Bier habe. Hab mich am Anfang auch mal verwundert. Am Anfang jedes Monats resettet sich die Zufriedenheit. Ist sie höher als beim letzten Mal, fällt der Reset weniger stark aus und auf Dauer steigt die Zufriedenheit dann immer weiter hoch. Okay. Am Anfang resettet sich die Zufriedenheit. Ist sie höher als beim letzten Mal, fällt der Reset weniger stark aus. Okay. Das ist ja ein seltsames System. Ah, da muss man sich dran gewöhnen. Okay. Okay.
Ich glaube, Bier gegen Färbemittel ist bedingt ein gutes Geschäft, weil ich hier das Bier brauche und Bier ist so teuer. Ich muss mir mal eine größere Bierinfrastruktur, vielleicht brauche ich noch eine Brauerei. Die arbeiten einfach zu langsam. Ich könnte auch hier noch ein Haus bauen. Nicht, weil ich Wohnraum benötige, sondern um da noch eine Brauerei hinzusetzen. Weil das ist wirklich verdammt wichtig. Ich habe so viele Felder. Ja. Ich weiß nicht, wie schnell die brauen können. Was ist so der Output so einer Brauerei? Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt... Ja, die arbeiten leider nicht schneller, wenn ich das Haus upgrade. Ich baue jetzt noch ein Haus. Hier baue ich jetzt ein Haus. Einfach aus dem Grund, dass ich hier noch eine dritte Brauerei habe. Dass das alles eng beieinander liegt. Ich habe leider keine Informationen. Wie viel Bier die brauen pro Zeiteinheit. Das ist leider für mich nicht einzusehen. Sie haben in dem Fall Malz da und sie haben Bier. Keine Ahnung. Ich hätte noch da ganz hinten freie, ist die Tischlerei? Ne, hier auch nicht. Ich habe noch ein paar freie Höfe. Also ich habe auch noch ohne Ende Wohnraum. Aber ich will das beieinander haben. Ich will, dass sich das klumpt. Ich will, dass sich das klumpt. Und deswegen baue ich jetzt hier. Ist auch nah am Marktplatz und so. Es ist ein guter, hier ist ein gut, sehr guter Baugrund. Hier baue ich jetzt noch eine Hofstätte. Wie gesagt, nicht weil ich eine bräuchte, sondern einfach aus dem Grund, dass ich... Ja, wir machen das... So ist es besser. Dann können wir das gerade machen. Weil das rastet ja immer an der Straße ein. Wie ist das, wenn wir so... Und jetzt machen wir einen runter. Ne, das reicht nicht. Das ist Quatsch. Das reicht nicht. Dann müssen wir es... So, ist aber verdammt groß. Ja, so können wir es machen. Okay. Und hier... Kann man da um das... um den Brunnen rumbauen. Warte mal. Ach was. Es geht sogar. Das ist... Lol. Okay. Warte, vielleicht. Okay, so geht das gar nicht. Warum? Ach so, warum? Why? Aber wird der wird der Brunnen dann so demontiert? Ich weiß es nicht. Ja. Müssen wir nicht jetzt machen. Gesa. Ich baue doch nur, wie gesagt, ich baue nur hier noch ein Haus hin, damit ich eine dritte Brauerei habe. Ich weiß, dass ich super viel Leerstand habe. Aber ich will die Brauerei nicht hier hinten hinsetzen. Ich will die hier haben. Ich weiß natürlich nicht, ob da dann auch jemand einzieht. Das ist das nächste Ding. Aber das ist schon ein attraktiverer Baugrund aufgrund der Nähe zum Marktplatz und so. Deswegen hoffe ich, dass die hier mit Priorität einziehen. Und dann hätte ich hier drei Brauereien nebeneinander und hier ist die Mälzerei und hier kommt die Gerste her. Deswegen ist das einfach der Gedanke. Guck mal hier, jetzt haben wir super viel Malz in der Mälzerei. Das ist doch, spricht doch wirklich dafür, dass die nicht hinterherkommen mit dem Brauen.
Und vermutlich handle ich jetzt auch noch saublöd mit Neurötzling. Und das wenige Bier, was ich habe, schicke ich dann in die andere Siedlung. Ja, die Pfeilmacher könnte ich auch abreißen. Das ist allerdings so, dass da ja auch keiner wohnt. Also hier, das ist ja auch noch leer. Da ist ja niemand. Ich weiß gar nicht. Leider kann ich nicht das... Also die Pfeilmacherei kann ich nicht einzeln abreißen, offensichtlich. Das heißt, ich muss, glaube ich, das ganze Haus abreißen. Kann ich nicht einfach nur die Betriebsstätte abreißen? Das ist schade. Das wäre noch schön, wenn das noch kommt. Ich will ja jetzt nicht den ganzen Hof abreißen müssen, nur um das Werksgebäude zu wechseln. So, geil, hier bauen die, sehr schön. Da werden die sich drum reißen, das ist ein super wertvoller Baugrund. Niemand hätte gedacht, dass man hier in dieser Gegend nochmal einziehen kann. Guck mal, gehst vor die Tür, du bist sofort am Marktplatz. Und hast dann hier gleichzeitig aber auch Natur. Du guckst hier in die Gärten rein, kannst super weit blicken. Das ist toll, das ist wirklich ein gutes Haus. Ich würde da auch einziehen wollen, wenn ich hier in Rötzlingen leben würde. Lage, Lage und Lage, genau. Ihr Immobilienfachverkäufer, wir wissen, Lage, Lage, Lage. Sehr gut, das ist fertig. Ah, ich muss erstmal auf Level 2 erhöhen. Ah, was fehlt? Lebensmittel. Ach komm, hör auf. Das ist Quatsch, das weißt du doch auch. Come on. Das ist Quatsch. Angeblich zwei Arten von Nahrung fehlen. Da gehe ich nicht mit. Das halte ich für eine immense Lüge. Ich guck mal, ob ich Farbstoff mittlerweile. Nö, also es hat noch kein Handel stattgefunden. Was aber auch daran liegt, dass ich kein Bier zum Handeln habe. Ansonsten ist alles vorbereitet. Mal hier, die machen richtig Arbeit. Die sehen das alles. Und das ist zu 100% gesät. Hier ist das und das ist auch schon fertig gesät. Krass. Jetzt warten wir ab, was im Oktober passiert. Das wird interessant sein. Ach so. Das machen wir natürlich aus. Das muss ich überall ausmachen. Nicht, dass ich das außerdem anlasse. So. Ich weiß auch nicht, ob dieses frühzeitige Ernten erzwingen, ob das erst dann passiert. Oh, ein Rötzling ist eine neue Familie gekommen. Wir sind bei 76%. Yay! Los, Leute, komm, zieht ein. Yay, yay. Das ist total albern. Ich will hier eine Brauerei bauen. Endlich kommen neue Leute, das ist ja fantastisch. Da freue ich mich drauf. Wie sieht das hier aus mit Banditenlagern, die wir säubern? Manchmal schleichen die sich so an und dann ja, sind aber weg. Keine da. Keine da. Hier sind wir bei 72%, aber wir müssen auch guten Zuwachs haben. Zwei Farbstoffe. Das geht noch nicht so schnell, wie ich mir das vorgestellt hatte. Woran fehlt es hier? An nichts. Fleisch, Beeren, wow. Eier haben wir auch super viel. Was muss ich machen für die nächste Stufe? Stufe 3. Ja, da fehlt das Bier. Oh, Rötzling, das ist ja Hammer.
Rötzlingen, großartig. Angeblich fehlt, das ist natürlich total albern. Oh, das ist ein gutes Gefühl, dass wir seit langer Zeit endlich mal wieder ein bisschen Leute dazu bekommen. Ich hätte vielleicht auch früher die Steuern runternehmen müssen, weil wir haben ja eigentlich ganz gut Geld. Aber wir lernen natürlich, das ist immer noch unser erstes Spiel, wir lernen natürlich noch viel dazu. Wie sieht das aus? Habt ihr euer Werk voll? Oh, warte. Ich glaube, die haben alles gemacht. Ja, alles ist fertig. Ja, also das Bauernhaus wird jetzt bis auf ein rausgezogen. MD, wie spricht man es aus? mdval.de mdfall. Ich werde mich erkundigen. Ihr müsst mir sagen, wie man es ausspricht. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wo Bier? Ja, wo ist das Bier? Hashtag, wo ist das Bier? Das ist genau das richtige Hashtag. Ihr kommt genau rechtzeitig, um einer Bierrevolution beizuwohnen. Und zwar hat Rötzlingen als erste Ortschaft dieser Welt folgendes System etabliert. Massive Gerstenfelder in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer Melzerei, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Brauereien. Diese beiden Brauereien sind ganz bewusst nebeneinander gebaut worden. Aus dem Wissen heraus, dass der Mensch durch Konkurrenz und Eitelkeit zur Höchstleistung angetrieben werden kann. Stünde hier nur eine Brauerei, meinetwegen dreifachen Umfangs der Brauerei, die hier jetzt steht, würde der Output trotzdem geringer sein, weil ohne Konkurrenz keine Motivation. So haben wir die Situation. Wir haben hier zwei Rötzes, also Rötze heißt das Bier aus Rötzlingen. Wir haben jetzt das Rötzlinger Pilz und das Rötzlinger Feinherb. Und die wollen jetzt beide das beste Bier aus Rötzlingen und damit der Welt sein. Und dadurch ist natürlich die Qualität und der Output und die Motivation so unfassbar groß, dass ja die gesamte Bierindustrie massiv davon profitiert und nicht umsonst Menschen aus aller Welt nach Rötzlingen kommen, um diesem Wunderwerk aus Gerste und Malz beizuwohnen, sich in die Taverne zu begeben und ein kühles Blondes zu genießen. Die Taverne übrigens befindet sich hier. Hier wird ausschließlich Rötzlinger Bier ausgeschenkt und das sieht man ja auch, wie gut die besucht ist, ne? Also da platzt es hier aus allen Nähten, weil Tag und Nacht wird hier Rötzlinger Helles konsumiert. Viele Touristen auch. Ich hoffe, das stellt euch zufrieden. Wenn ihr mit dem Wunsch nach Bier angereist seid, dann werdet ihr hier fündig werden. So, wir haben gerade 10 Familien, die nichts machen. Das ist natürlich Quatsch mit Soße. Wir können jetzt immer noch nicht upgraden. Warum? Ich halte das für Quatsch. Wir werden in der Zeit jetzt Folgendes machen. Wir werden erstmal das Forsthaus voll besetzen mit den ganzen freigewordenen Arbeitskräften. Wir werden, können ja auch die wieso ist da kein warum? Warum ist da niemand drin? Hier auch nicht, sind die tot oder was? Können Ochsen sterben? Wir werden hier haben wir schon 3. Das bringt uns nichts ohne Eisen. Ah, 2 Leder. Wir haben zu wenig Leder natürlich. Wir können Brennofen. Oh, ich glaube, wir haben super viel Dachziegel verkauft. Kann das sein? Ja, zumindest ein bisschen was. Hier sind schon 2 Leute drin. Oh, wir haben 6 Farbstoffe. Oh, da ist was angekommen. Wir haben Bier exportiert und Farbstoffe erhalten. Das ist natürlich sensationell, diese Meldung. Die werde ich sofort rausgeben. Wir haben auch vermutlich, ja, wir haben genug Bretter. Holzteile, Dachziegel. Na, wir haben doch nicht so viel exportiert, wie ich dachte. Wo soll ich die noch reinsetzen? Was brauchen wir jetzt? Schafzucht. Oh ja, vielleicht ein bisschen die Schafzucht.
Dann kriegen wir mehr Wolle. Und können dann Garn herstellen in der Weberei. Vielleicht müssen wir auch ein paar mehr Schafe noch kaufen. Wir haben 44 Garn übrig. Wo genau? Jetzt müssen wir einmal schauen, wo war unsere... Wo war denn hier unser Schneider? Da. Da ist unser Schneider. Der kann jetzt nämlich Mäntel bauen. Mäntel kennt ihr vielleicht von Bonjour. Und der wurde hier auch gebaut tatsächlich. Leinen, also da, die Dinger können wir nicht bauen, weil da brauchen wir glaube ich Flachs für als Grundmaterial. Hier können wir das jetzt mal machen. Weil wir haben jetzt Farbstoff. Nicht besonders viel, aber ein bisschen. Warum nicht? Durch Blitzschlag und Feuer sterben auch die Ochsen und bleiben unentfernbar im Stall liegen, sagt Hans Huckebein. Oh, das ist natürlich krass. Oh Mann. Oh, krass. Kann man Ochsen auch essen in dem Spiel? Nö, die sind auch viel zu zäh, die sind nicht zum Essen. Order für Anschaffung von Vieh platziert. Ja, wir gucken mal ganz kurz im Viehhandelshaus. Viehbestand? Was jetzt was? Ne, das kann doch nicht sein. Hier, das ist. Wir haben 10 Ochsen. 2 Packesel. Ein Pferd. Das ist in dem Handelsdings. Und 10 Schafe. Ich frage mich, ob wir noch ein paar Schafe kaufen sollten. Was? Nein, Rötzlingen! Lebensmittelstand. Was ist los? Warum haben wir Schaden genommen? Wir haben 7 Leute, wo packe ich euch jetzt rein? Sägegrube ist voll. Brennholzhütte reicht. Wir haben genug Brennholz. Ja, wir haben genug Brennholz. Das Ding ist auch bereits voll. Zum ersten Mal, dass ich das Gefühl habe, ich habe genug Leute hier, die alle Industrien. Das finde ich Quatsch mit Soße hier, muss ich wirklich sagen. Da soll die Brauerei rein. Die arbeiten nicht schnell genug. Ich brauche mehr Brauereien. Wir haben 39 Malz, die kommen nicht hinterher. Ach, wie mache ich das denn jetzt? Wo kann ich denn noch am besten eine Brauerei reinpacken? Oh, hier könnte ich von... Oh, hier könnte ich umswitchen. Oh, das ist vielleicht eine gute Idee. Wir brauchen natürlich auch die Häute tatsächlich. Also das ist auch... Ziegen sind nicht zu unterschätzen. Ich glaube, ich werde dir diesen... Schneider... Das Ding ist... ja, vielleicht Eier. Ja, das sind da. Guck mal, das ist Quatsch. Da. Pass auf, ich ändere das jetzt. Hier kommt noch ein Brauerei-Johnny rein und... Rötzling wird berühmt werden für seine Brauereien. Das Ding ist sehr groß hier. Ich weiß nicht, ob ich mir da eine Brauerei reinsetzen will. Wie viele Eier habe ich denn? 5 Eier. Also es ist auch nicht so, dass wir hier ohne Ende Eier parat haben. 84%! Rötzling vermeldet 84% Zufriedenheit. Das bedeutet, die Leute ziehen hier alle ein. Das ist ja Hammer. Bald wird es hier wimmeln vor frischem Leben. Von neuer Tatenkraft. Schaffenskraft. Geil. So, wir haben jetzt 3 Leute, die jetzt hier
bitte anfangen sollen, die Brauereien zu errichten. Das ist ja großartig. Zwei neue Brauereien im Bau. Das ist super gut. Und eines Tages wird auch hier alles voll sein. Und dann muss ich die dummen Pfeilmacher nochmal loswerden. Was habe ich hier gebaut? Noch gar nichts. Das finde ich eine Unverschämtheit, dass ich hier das nicht machen darf. Vielleicht, wenn da jemand einzieht. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Die Kirchenglocken ertönen. Haben wir noch hier irgendein... Nö. Dann schauen wir mal nach Neuritzling, was hier los ist. In der Färberei. Das... Gut, wir exportieren natürlich auch. Wir haben nur zwei Leute. Wir sind bei 68%. Wir haben eigentlich alles, was es braucht, nur Bier nicht. Und was fehlt noch? Ja, das Bier logischerweise. Die Kirche müssen wir... Und Bekleidung. Wir brauchen zwei unterschiedliche Bekleidungskategorien. Die könnten wir auch importieren. Was ich ein bisschen schade finde, ist, es scheint mir so, Kampf jetzt besser beim Search, dass ich für jede Ware eine eigene Packstation einsetzen muss. Das finde ich ein bisschen blöd. Verstehe ich nicht genau. Weil ich möchte verschiedene Waren handeln. Aber da brauche ich doch nicht für jede Ware eine eigene Packstation. Ist doch Quatsch. Oder? Ich möchte zum Beispiel halt Farbstoff exportieren. Ich möchte aber gleichzeitig auch Klamotten importieren. Wie viel Geld habe ich denn? Also ich habe auch noch nicht so viel Kohle, als dass ich hier... Ja, ich habe auch keine Felle. Wie ist das mit Essen? Gemüse kommt nichts bei rum. Eier, ich habe sehr viele Eier. Ich müsste mal... Vielleicht eine irgendwas mit Schneiderei, Gerberei, Schusterwerkstatt. Ziegen, dafür kriegen wir, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ich glaube, ich brauche einen Ziegenstall. Damit wir ein paar Häute haben. Ziegenstall ist wichtig. Machen wir hier zwei Ziegenställe. Dann können wir in der Gerberei daraus Leder machen. Ist wichtig. Wie sieht das aus mit unseren... Oh, die Bären sind fast abgebärt. Aber wir haben nur einen, der da arbeitet. Oh, das Ding ist auch bald voll. Das müssen wir erweitern. Und wir haben... Was ist denn hier eigentlich los? Da arbeitet niemand drin. Da muss dringend einer rein. In das Steinmetzlager. Brauchen wir dann Ochsen? Nee. Steine können wir dann nämlich auch exportieren. Oh, was ist mit dem Forsthaus? Oh Mann, wir haben zu wenig Leute hier. Was ist mit Steinmetz? Also... Nicht nur, also einer, es gibt eine Weiterverarbeitung auch noch, oder nicht? Für Steine. Müsste bei Industrie sein. Da, Rennofen, Dorf. Nee, das ist ja Eisen. Doch nicht. Ich dachte. Was ist denn der. Warte. Das ist unser Handelszentrum. Was ist denn das für eine Ware hier? Da, Steinblöcke. Es gibt Stein und Steinblöcke. Wie komme ich denn auf Steinblöcke? Wer produziert denn Steinblöcke? Welcher Mensch? Also das ist der Steinmetz. Muss ich das freischalten? Ist das hier irgendwo?
Vielleicht muss ich das ausbauen. Damit ich das nutzen kann. Um das Produkt herzustellen. Ich weiß nicht. Wo gehen wir eigentlich als nächstes hin hier? Der Steinblock Omat 3000. Ja, das würde ich auch nicht ausschließen wollen. Das kann durchaus sein. Bäckerei, Dünger, Bewässerung. Roggenbau? Nö. Das muss eigentlich ein normales Gebäude sein. Wenn das jetzt hier schon angeboten wird. Aber wo kann man das denn machen? Da kriege ich doch nur normale Steine rausgekloppt. Da logischerweise auch nicht. Brennholzkarren, Lebensmittel kann ich nicht machen, weil ich das nicht ausgebaut habe. Das ist Landwirtschaft, das ist Industrie. Also wenn, müsste es bei Industrie sein. Aber ist es halt einfach nicht. Ich wüsste auch nicht, was man damit machen soll. Außer, dass man das exportiert. Aber vielleicht ja dann in der nächsten Stufe. Ich schätze mal, das ist eine Ressource, die man ab Stufe 4 braucht. Und wir können hier nur bis Stufe 3 spielen. Baut ein Steinmetz den nicht schon in Blöcke? Nee, ich glaube nicht. Also der Steinmetz, der zieht die ja so als... Es gibt ja auch die normale Steinressource. Da seht ihr sie. Es gibt Stein und es gibt Steinblock. Steinblock ganz unten, Stein dritte von oben. Aber da muss doch irgendwas dazwischen geschaltet sein. Ich glaube, dass das ab Stufe 4 wichtig wird, weil man mit Steinblöcken vermutlich dann die Häuser dann nochmal aufwertet. Weil es hier noch alles aus Holz ist und aus gebackenem Lehm oder was auch immer das hier ist. Und dann braucht man die wahrscheinlich, nehme ich mal an. Aber das Wichtigste ist, was ist hier in Rötzling los? 76, das ist gut, wir sind über dieser 75% Marke geblieben. Das heißt, da ist jetzt Zuwachs zu erwarten. Mit September... Das wächst alles. Hier müsste es eigentlich noch viel weiter sein. Ja, das sieht ganz okay aus. Oh, was ist denn jetzt los? Krass, die ernten, weil September ist. Oh, da muss ich mal ganz schnell Erntehelfer dazu holen. Okay, also die ernten jetzt schon, obwohl da natürlich eigentlich so gut wie nichts fertig ist. Und dann müssen die danach ja nochmal neu pflügen und aussehen. Das heißt, ich brauche da richtig viele Leute. Die hole ich mir jetzt wieder raus, wo ich sie auch immer reingepackt hatte. Ich hatte jetzt ja einige... Achso, ich hatte zum Beispiel... Melzerei hatte ich zwei. Da ziehe ich mal... Ah, die haben super viel Brot, oder? Ja, ich ziehe mal da einen aus dem Brot raus. Und Melzerei lasse ich. Wie viel haben wir da noch drin? Ah, nichts mehr. Ich meine, die müssten... Ne, ich lasse zwei in der Melzerei drin. Ich nehme lieber aus dem... Oh, nicht mehr so... Hier, guck mal, wo sind sie da? Sägegrube. Ich nehme aus jeder Sägegrube einen raus. Pack die jetzt hier ganz schnell mal da rein. Bin mir nicht sicher, hier, ob die das hier auch machen müssen. Ja, ich glaube, ich sollte die... Wir machen das anders. Die können ja eigentlich überall helfen. So, der Ochs ist auch am Start. Weil die müssen ja auch noch pflügen und ich will nicht... Also pflügen und säen mussten die dann noch zum Oktober hin. Das heißt, da muss ich jetzt richtig rein. Das ist wichtig jetzt. Ja, das haben wir genug. Vielleicht nochmal kurz... Oh,
Boah, die Holzkohle geht aber gut weg. 82. Muss auch kurz mal Erntehelfer mit sein. Ist wichtig. Saisonal bedingt muss hier jeder mit anfassen. Da entscheidet sich das jetzt. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt wirklich was rauskriegen. Ich hoffe mal. Und dann wird ja neu. Und dann muss ich schauen, was ich da. Wo ich was mache. Wenn wir jetzt mal Fruchtwechsel machen, machen die das dann gleich automatisch. Dann würde als nächstes, hier war gerade Gerste, machen wir hier oben Weizen. Dann machen wir hier als nächstes, ja, müssen wir eigentlich bei Weizen bleiben, aber Brot sieht ja ganz gut aus. Wir brauchen eigentlich Gerste. Dann müsste hier hoffentlich Gerste, ja, hier geht Gerste gut und hier dann auch Gerste. Das machen die dann hoffentlich alleine. Ochsen haben sie doch, oder? Jo. Und helfen die dann hier auch mit oder machen die gar nichts, weil die sich dem nicht zugehörig fühlen? Ich hoffe doch sehr, dass die mithelfen. Ja, tun sie. Sehr gut. Dann müsste ich auch zwei Ochsen jetzt haben. So, ein bisschen was wird jetzt hier geholt, das ist okay. 8 Gerste, 20 Weizen, 3 Weizen, naja, besser als nichts. Und super wäre das natürlich, wenn wir uns dann so eingrooven, dass wir jedes Jahr das richtig machen. Oktober wäre dann Pflügen und Aussaat und dann im September ernten und direkt im Nachgang ans Ernten direkt wieder die Felder neu bestellen. Ich überlege sogar, ob ich auf Sicht, weil sonst muss ja fürs ganze Jahr reichen, ob ich noch mehr Felder baue. Vielleicht noch einen dritten Bauernhof. Wie ist denn hier so die Fruchtbarkeit? Hier, ne? Also hier haben wir noch auf jeden Fall massiv Potenzial. Gerste ist hier nicht so gut. Aber Roggen darf ich aber nicht anbauen, leider. Roggen wäre Hammer, aber Roggen ist hier. Und das haben wir nicht bekommen. Können wir nicht nutzen. Aber vielleicht ergibt es schon Sinn. Muss ja nicht jetzt sein, das schaffen wir jetzt eh nicht mehr. Aber als Bauprojekt so für den Frühling hier neue Felder setzen. Eins können wir hier machen. Quasi so. Und dann zwei hier oder drei. Bam, bam, bam. Dann haben wir 12 Felder. 3 liegen brach. 9 werden beackert. Ja, doch okay. Ich hoffe mal, die schaffen das. Mal die ernten und gleichzeitig gehen die schon ins Pflügen und ins Säen. Also irgendwas ist hier auch strange gerade. 82% Zufriedenheit. Ja, das ist gut, das ist gut. Neue Familien kommen und siedeln sich hier an. Oh ja, das Haus können wir ausbauen. Darauf habe ich gewartet. Auf Stufe 2 upgraden, dann könnte ich da noch eine Brauerei bauen. Dann hätten wir 5 Brauereien. Guck mal, die sind hier auch. Ja, sehr gut. Das sind jetzt Bierbrauer geworden. So entwickelt sich das, ne? So wird aus so einer Stadt eine Biermetropole. Einstmals waren sie Ziegenbauern. Doch dann entdeckten sie ihre Liebe zum Bier. Und fortan. Das hier zum Beispiel, ne? Die machen gar nichts, weil der an diesen. Na gut, die können irgendwo arbeiten, aber da habe ich leider keine Hofstätte zur Verfügung, weil der Baugrund so klein ist. Ganz zu Beginn, da wollte ich auf Masse gehen. Ich habe auch einige kleinere Grundstücke ausgezeichnet, was eigentlich Quatsch ist. Ihr seht ja, wie viel Leerstand ich noch habe. Gut, dann macht das hier mal, das ist wichtig. Fürs Wohl unseres kleinen Ortes, dass ihr hier die. Oh nein! Die, nein! Warum? Die Vorräte werden nass.
Hilfe. Wir haben nur noch 7 Gerste. Das ist zu wenig. Hier haben wir gar nichts mehr. Und die Gerste, reicht sie denn noch? 24 Malz. Ich weiß es nicht. Wie sieht's aus mit Bier? Haben wir genug Bier? Geld haben wir auf jeden Fall genug. Hier sehe ich, glaube ich, am schnellsten, wie der Bierstand ist derzeit. Ich habe nur 3 Bier. Ah, da ist ein neues Bier gekommen. Das ist halt einfach lächerlich teuer. 10 Bier kosten 80 Öcken. Und ich will das selber herstellen. Ich will das nicht. Für so viel Geld kaufen. Das Ding hat vollsten Tierbestand. Wir sind bei, na okay, 19 Tieren. Gibt es ein paar heute? Nope, die ist leer. Aber wir kommen über den Winter, das ist okay. Alles ist gut, alles ist gut. Bier ist ein Problem, das ist wirklich ein Problem. Weil es halt so unglaublich teuer ist. Haben die denn hier... Oh ja. Ah ja, hier wird ein bisschen Bier produziert. Ja, das ist doch super. Die machen wenigstens was. Mein Gefühl ist, dass die hier faul sind. Guck mal. Die machen nichts. Es war höchste Zeit, dass hier Konkurrenz Einzug hält. Dann gucken wir nochmal kurz unseren... Wo bist du? Hey. Unseren Schneider. Hier, wo ist der? Irgendwo der Schneider. Da. Unseren Schneider an. Ja, der hat sogar Farbstoffe da. Das heißt, da kommen jetzt auch Mäntel. Ja, wir haben noch 4 normale Kleider. 9 Schuhe. Aber Mäntel sehe ich jetzt noch nicht. Wolle. 3 Wolle, 94 Garn. Also wir... haben 94 Garn. Wir müssten, glaube ich, nochmal einen Schneider haben. Wir haben 9 Farbstoffe. Die kommen alle von nebenan. 341 Lehm. Ja, ich muss das Garn weiterverarbeiten. Ich glaube, ich brauche noch eine zweite Schneiderei auch. Die kommt ja gar nicht hinterher. Ja. Aber so ist es. Aber die Mäntel müssten doch eigentlich dann viel wertiger sein, weil ich da 2 Rohstoffe für brauche. Was kriege ich denn, wenn ich jetzt Mäntel verkaufe? Da, Mäntel. Oh, geben 8. Schuhe geben auch 8. Kleidung geben 6. Mäntelschuhe, aber was ist denn mit... Oh, die exportieren wir sogar, die Schuhe. Kleidung importieren wir. Das kann ja nicht alles sein. Entschuldigen Sie bitte. Wo ist denn... Ach so, warte, das ist Militärkleidung. 6. Also die... Warte mal, die Gambesons und die Kettenrüstung. Hä? Das sind die Gambesons. Da brauche ich Leinen für. Und Leinen, das müsste halt über Flachs kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Und dieses... Wo haben wir denn... Leinen haben wir doch gar nicht. Ne, wir haben auch keinen Leinen, weil wir auch gar keinen Leinen herstellen. Deswegen ist das ehrlich gesagt sehr viel cooler, wie wir das jetzt machen. Dass wir hier jetzt die Dinger bauen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir davon überhaupt hatten, weil ohne Leinen... Wir hatten mal eine Zeit lang, wir hatten immer einmal Flachs geerntet, da lief das wahrscheinlich. Aber so müsste es viel besser sein. Jetzt mit den Mänteln.
Und die können wir dann natürlich am Marktplatz anbieten, aber wir können auch dann vielleicht welche davon für gutes Geld verkaufen. Das war dann bei Commodities genau hier. Jetzt haben wir natürlich noch nichts da. Aber wenn wir noch eine zweite Schneiderei bauen und mit den ganzen Farbstoffen, die dann kommen, was mich ein bisschen betrübt, ist lediglich, dass wir die Waren nicht frei hin und her schieben können. Der Warentransfer zwischen den Siedlungen ist nervig. Das ist, finde ich, noch nicht so gut gemacht. Klar, es ist jetzt immer noch eine frühe Version des Spiels und der Herr Programmierer ist größtenteils allein. Aber dass ich für jede Packstation nur eine Ware auswählen kann, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Habe ich denn hier überhaupt Bier? Nee, ne? Nee, also hier, da kommt auch zu wenig. Bier ist ein massives Problem. Bier ist ein massives Problem. Da muss ich mir was einfallen lassen. Oh, das ist hier fast aus. Das muss ich mal regenerieren. Da können wir... Ja, das machen wir noch leer und dann... Passt das schon. 205 Beeren. 27 Fleisch. 61 Eier. Also da ist es. Das sieht gut aus. Wo ist hier der Markt? Da. Drei Stände. Und wir müssen... noch zwei auf Stufe 2 kriegen und drei dann auf Stufe 3. Haben wir überhaupt Stufe 3? Fehlt es an Bekleidung? Es fehlt an... Ja, klar. Steinmetzlager. Ist voll. 51 Stein. Die können wir auch exportieren. Gegen irgendwas anderes. Was kann ich denn mit dem Stein machen? Nichts. Nichts, nichts, nichts. Haben wir 15 freien Wohnraum? Ja. So, da haben wir den Ziegenstall. Das ist für die Klamotten gut. Leder, 31 Leder. Das ist großartig. 31 Leder. So, warte mal. Wie mache ich jetzt mit dem Leder... Mit dem Leder, mit dem Leder, mit dem Leder. Ja, das haben wir ja schon, den Gerber. Hier, das ist die Weberei. Wolle zu Leinen, genau, und Flachs zu Leinen und Wolle zu Garn. Aber wer macht mir denn aus Lederklamotten? Ist das auch der Schneider dann? Ich muss mal kurz rüberschauen. Dass der Schneider ist. Der verarbeitet kein Leder. Wer macht denn mit Leder irgendwas? Was kann man denn noch für... Ach, der Schuster ist das. Das ist der Schuster. Der macht Schuhe. Ja, okay, aber das können wir dann ja machen. Dann bauen wir hier noch einen Schuster. Denn wir haben 33 Leder über unsere Gerberei. Da müssen wir einen Schuster bauen. Am besten irgendwo. Hier haben wir noch nichts gebaut. Aber das ist auch ein recht großes Grundstück. Na, wohl, das ist größer. Komm. Wenn wir jetzt hier... Ah, das müssen wir erstmal aufwerten. Aber dann machen wir das hier. Dann machen wir der Schuhe. Das werten wir jetzt auf. Es wird abgegradet. Dann haben wir... Also noch ein weiteres. Das ist schon Stufe 2. Das können wir das upgraden. Oh ja. Dann haben wir das erreicht. Dann müssen wir noch 3 auf Stufe 3 kriegen. Dann ist alles gut. So, hier haben wir die Ziegen. Da gibt es ja... schönes Leder, beziehungsweise heute, und die machen dann in der Gerberei das Leder. Ich hoffe mal, das reicht aus. Hier können wir Schmiede.
brauchen wir alles nicht. Das haben wir. Apfelgarten. Oh, was? Rötzling. Ja! Zwei neue Familien oder eine? Ne, zwei mussten das, waren das doch, oder? Zwei neue Familien in Rötzling begrüßen wir. Und wir müssen die Felder angucken. So, was ist jetzt hier los? Was ist das denn los? Was ist hier los? Okay, was wächst denn auf dem Brachland? Das ist das einzige Stück Land, wo was wächst. So, was ist jetzt hier passiert? Gar nichts. Achso, das ist... What? Warum machen die nichts? Okay, die machen hier ein bisschen was. Die machen mal lieber den Fruchtwechsel aus. Ich will nicht, dass sie jetzt irgendwas ändern. Okay, hier, das dauert ja ewig. Die neuen Familien müssen direkt mit ran. So. Jetzt haben wir so viele Bauern. Das muss doch jetzt mal vonstatten gehen. Warum seid ihr denn so langsam? Wo sind denn die ganzen Ochsen? Ich hoffe mal, die helfen hier mit. Ja. Aber wo sind denn die Ochsen? Beide haben einen Ochsen. Warum arbeitet der Ochse nicht? Ist der Ochse tot? Das hätte man uns doch gesagt. Na, das wird schon. Ich habe nur einfach ein bisschen Angst. Weil das ist jetzt ein sehr kritischer Moment. Wenn das nicht funktioniert so richtig mit den Feldern, dann haben wir ein Problem nächstes Jahr. Wie heißt der Ochse? Ich habe verschiedene Ochsen. Ich weiß nicht, welcher Ochse hier arbeitet. Aber auf jeden Fall habe ich mehrere super Ochsen. 75%, drunter darf es nicht sinken. Das wäre sehr löblich. Bier ist immer noch ein massives Problem. Wir haben gut Geld, wir haben Handelsüberschuss. Vielleicht sollte ich dann doch mehr Bier kaufen. Ach, ich sehe gerade, warte mal. Die können ja nur arbeiten, wenn sie auch Gerste haben, logischerweise. Ah, wir haben 9 Gerste noch da, okay. Und hier ist 37 Gerste. Ja, das muss einfach noch rüber geschafft werden. Aber das dauert so lange. Die können ja gar nicht arbeiten. Wir brauchen mehr Gerstesäcke. Warum schleppt er die nicht rüber? Wo sind die Leute? Wo sind die Leute alle? 252 Brot, das ist ja so geil. Da ist meine eine Ochse. Das ist eine gute Idee mit Tab. By the way, hier sind die beiden Ochsen. Da ist der erste, das ist York. Mein Ochse York. Und der andere Ochse, da ist er. Hermann. Ja, das sind super Ochsen einfach. Richtig gute Ochsen. Richtig, richtig gute Ochsen. Das ist wichtig jetzt. Die sollen gut arbeiten. Müssen eine gute Arbeit leisten jetzt. 78%. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das hier ist fertig. Hier könnte ich noch eine Brauerei machen. Das mache ich jetzt auch. Und eine Schusterwerkstatt. So, das ist jetzt die fünfte Brauerei. Dann könnte ich lieber auch anfangen, sehr viel günstiger zu importieren, das Vorprodukt zu Bier, nämlich einfach Gerste. Mache ich sogar. Ich habe 37 Gerste, bei 20 fange ich an zu importieren. Das gleiche mit Roggen. Also da müsste eigentlich immer was von da sein. Ja, das wäre natürlich schön. Wenn das dann auch zügig angeliefert wird. Leder. Ah, wir haben gar kein Leder.
Aber wir haben noch einen Gerber. Was machen wir denn? Was macht denn der Gerber den ganzen Tag? Ach du Scheiße, da ist einer drin und der hat nichts zu tun. Warum? Wir müssten noch Felle kriegen von unserem Jäger und wir müssten Felle kriegen durch ein paar Ziegen noch, die wir haben. Das ist echt komisch. Das ist komisch. Komm mal rein, genau. Hier sind Ziegen. Also ein paar Möhren. Vielleicht sollte ich noch mal mehr Ziegen machen. Habe ich denn überhaupt so einen Pantoffelmacher? Leider sieht man das nicht. Oder ich kann es nicht richtig lesen. Aber wir brauchen ja... wir brauchen ja so ein Heini hier. Sind Schuster, genau. Wo sehe ich denn, ob ich einen Schuster habe? Das kann man so nicht erkennen. Glaube ich. Wo habe ich einen Schuster? Habe ich einen Schuster irgendwo? Da, Schuster, geil. Er hat sogar Leder. Ja. Okay, der kann ja dann... Ja, so super gut. Zwei Schuster haben wir hier. Hammer. Ne, das müsste ja dann funktionieren. Das ist gut. Gerade ist das hier das Wichtige. Aber man sieht, es kommt voran, aber es braucht auch viel Zeit. Ah, Hofstätte Stufe 2 ist abgeschlossen hier in Neurötzling. Jetzt fehlt uns 1 auf Stufe 2 noch und 3 dann auf Stufe 3. Wobei Stufe 3 jetzt auch noch einen kleinen Moment. Ich glaube, irgendwo wird noch gearbeitet, ne? Hatte ich nicht alle abgegradet? Sonst Stufe 2. Was fehlt uns hier? Brennstoff? Nein, das kann nicht sein. Ne, doch, ja, wir haben alles. So, jetzt geht es nur noch um Stufe 3. Und da brauchen wir die Taverne, beziehungsweise wir brauchen Bier. Und wir brauchen eine Steinkirche. Und wir haben aber mittlerweile sehr viel Stein. Das heißt, wir können jetzt schon mal aus unserer kleinen windschiefen Holzkirche... Was fehlt? Ah, es fehlen 10 Ziegel. Ja, Mist. Das ist aber kein Problem, weil wir jetzt das umstellen. Bier wird eh nicht geliefert. Das heißt, wir gehen hier in unsere Handelsstation und sagen, statt des Bieres hätten wir gerne... Nicht Leder. Statt des Bieres hätten wir gerne ein paar Dachziegel. Und das gleiche machen wir in Rötzlingen. Gut, hier oben. Wir bieten kein Bier mehr an. Sondern Dachziegel, davon haben wir richtig viele. Und dann müsste das doch gehen. Das müsste doch richtig... richtig flutschen, der Handel. So. Und ich finde... Das ist ein guter Moment. Wo alles gut ist, Bevölkerung wächst, 81% Zufriedenheit in Rötzlingen, so hoch war sie noch nie. Die Leute werden sich um die leer stehenden Bauten reißen und bald sind wir wirklich eine blühende Metropole. Vielen Dank fürs Zusehen. Rötzlingen freut sich wie immer über Rückmeldung jeder Art von euch. Könnt euch auch gerne bewerben, wenn ihr... in Rötzlingen einziehen wollt, dann kann ich natürlich eine Familie nach euch benennen. Amt, also Kraft meines Amtes bin ich in der Lage dazu, jeden Familiennamen zu ändern. Und wenn ihr wollt, dass ihr in Rötzlingen künftig eine Heimat habt, schreibt mir in die Comments auf YouTube, wie die Familie heißen soll. Und ich werde dann beim nächsten Mal gucken, dass ich euch hier unterbringe. Na, das war's von mir. Gute Nacht, Rötz, Rötz.